Wir starten den heutigen Abend und ich heiße euch herzlich willkommen im Namen vom OK und von der Caritas der ganzen Land zum Benefizkonzert für Caritas der ganzen Land. Rock und Pop für einen guten Zweck. Wir haben in unserem ganzen Land etwa 3.500 Menschen, die in Armut leben. Wenn jetzt jemand denkt an ihnen, ja, das sind eh alles Sozialhilfeempfänger, völlig falsch. Von diesen 3.500 hat es etwa 450 Menschen, die Sozialhilfe beziehen. Der Rest sind sogenannte Working Poor. Leute, die arbeiten, aber so wenig verdienen, dass sie am sozialhilferechtlichen Existenzminimum leben, also Tieflohnsegment. Sprich, wenn ich mal ein Beispiel bringe, im Moment sind das Familien oder alleinerziehende Familien, die 200-300 Franken für eine 4-5-köpfige Familie zum Essen einkaufen haben im Monat. Im Monat. Und das ist ein Problem, das wir haben, ein grosses Problem, auch unser ganzes Land. Für das sind die Spenden da. Wir merken die Problematik auch der Lebensmittelabgabestelle, Wangswart, auch Wallerstadt, wo immer mehr Leute auch gehen, die Lebensmittel beziehen. Was auch noch vergessen gegangen ist jetzt gerade, ist, also alles, was heute gegessen wird oder getrunken wird, das geht zum Beispiel auch in die Spende rein, abzüglich natürlich Selbstkosten. Das Geniale ist, ich glaube, ihr habt noch nie erlebt, dass ihr so viel trinken könnt, wenn ihr wollt, und ihr macht einen guten Zweck dabei. Also das ist wirklich genial. Ich wünsche allen einen wunderschönen Rock-Pop-Abend. Party go. Okay, danke vielmals für alles. Merci, dass ihr da seid. Danke. Ich bin schon auf Tivo-Rheintal unterwegs. Heute Abend befinde ich mich in Wangs bei der Hammer-to-Fall-Konzert, Benefizkonzert. Heute zwei Gruppen am Start und neben mir habe ich den Oliver. Oliver, ich grüße dich. Salut Frank, hoi, willkommen. Das ist für einen guten Zweck. Die ganze gesammeltes Geld, wo soll das gehen? Für welche Organisation sind das gesammelte Geld und für welchen guten Zweck genau? Also, wir haben einen guten Freund, das ist der Lorenz Bertsch von Sargas. Und er ist Chef von der Caritas Sarganserland. Und wir möchten eigentlich die ganzen Einnahmen möchten wir ihm überreichen für sein Projekt, das er hat für die bedürftigen Menschen im Sarganserland. Diese Veranstaltung, ist das eine einmalige Sache oder ist das geplant, dass das regelmäßig läuft? Nein, das ist jetzt eine einmalige Sache, ja. Das ist jetzt, ja. Wobei wir haben natürlich schon früher Benefizveranstaltungen gemacht mit diversen Bands aus der Region. Und die sind zum Teil auch ins Ausland gegangen. Aber wir haben immer Partner gehabt, wo wir wirklich gewusst haben, man weiss, wie das Problem manchmal ist. Gell? Das ist wirklich eins zu eins an die Leute hergegangen. Das ist auch das mal so. Also die Rappen, die wir heute einnehmen, mit Eintritt, mit den Getränken, mit den vielen Sponsoren, die wir hatten und Gönner, die gehen also vollumfänglich. Eins zu eins gehen die zu Handen von Lorenz und seiner Organisation. Ja. Du bist selber Musiker und du warst selber ein Teil von der Gruppe, wie man vielleicht im Hintergrund sieht, Hossa Luft. Warst du selber Sänger bei der Gruppe, hast du vorher mir erzählt, oder? Nein, bin ich nicht gewesen. Aber ich habe Musiker, die hier mitspielen, mit einem Teil von ihnen habe ich früher auch Musik gemacht und bin heute noch an einem Projekt dabei und so. Aber es ist schon, wir sind alles gute Freunde, egal welche Band, wir haben alle zusammen ein gutes freundschaftliches Verhältnis und wichtig ist die Sache und da bin ich natürlich gerne bereit gewesen, um auch mithelfen. Du gehörst zu den Veranstaltern, die das organisieren. Welche Aufgabe ist deine Aufgabe genau? Ich war früher Frontmann und jetzt habe ich WC-Tour. Nein, Spass beiseite. Nein, wir tun einfach das Ganze ein bisschen Getränk anbringen. Wir tun, schauen, dass alles in Ordnung ist, aufräumen, aufbauen, Abbau machen dann und einfach schauen, dass es ein reibungsloser Ablauf ist. Ja. Out, baby, 'cause I'm begging.
In Voraussetzung, dass dieser Benefizkonzert gut läuft, gibst du irgendwelche Planungen für nächstes Jahr 2024, vielleicht solche Veranstaltungen von dieser Art? Also weißt du, Frank, ich hoffe ja, dass so Veranstaltungen auch jüngere Leute motivieren, um etwas zu machen, weil ich denke, es gibt nichts Schönes, wenn man Solidarität erleben kann. Weil ja, wir sind alle auf der Sonnenseite des Lebens und es hat halt Leute, die durch irgendwelche Schicksal, ja, natürlich nicht so schön. Und das Ziel für uns ist nicht, dass wir mit dem gleichen OK wieder etwas machen, sondern vielleicht einfach können motivieren, dass man immer am Ball bleibt. Dass man einfach immer schaut, dass, ja, dass man die Kraft, die wir haben, dass man die auch weitergeben kann, oder? Also das war sehr schön gesagt von Ivor, das stimmt schon. Wir leben schon auf der Sonnenseite, auch wenn es manchmal uns schwierig geht in der Schweiz. Wir haben jeden Tag immer ein bisschen Problematik, aber grundsätzlich, es geht uns richtig gut. Und das müssen wir immer erkennen, ganz besonders in solchen Abend, wo wir für andere Leute da sein sollten und für andere Leute ein bisschen Geld zusammen und die Leute unterstützen. Oliver, ich danke dir und ich wünsche dir einen schönen Abend. Danke dir. Danke dir, Frank, dass du dir Zeit nimmst und heute da bist. Danke vielmals. Ich bin immer da. Rock'n'Roll.